Dann zerstören wir doch mal die Welt. Ach nee, wir sollen sie ja retten. Taschen ausrauben. Delvins Tasche. Egal, nimm sie mit. Ich frage besser Delvin, wenn ich was brauche. Ich weiß ja nicht mal, wie der Krimskrams da drin heißt. Lippenstift. Komische Halterungen, irgendwelche Adapter und Klemmendinger. Ich nehme an, nur Delvin kann was mit dem Zeug anfangen. Naja, vielleicht auch noch Salvador. Ja. Ich glaube, das ist für irgendwelche Messgeräte oder so. Kein Strom. Ich wüsste ja eh nicht, was ich damit soll. Mensch, einfach Geht anmachen. nicht. Kein Fach. Nicht mal für eine Batterie. Was will ich mit dem Ding überhaupt? Das macht die anderen doch auch nicht wieder lebendig. Wirst du jetzt auch Depri? Damit macht sich Salvador manchmal Notizen. Ja, dann sollen wir die hier mal zwar verändern hier. Nein, Salvador könnte es lesen und er würde es nicht verstehen. Ja, okay. 2:54 nach Beginn der Mission. 2050 ist zu spät. Phoenix Plan droht zu scheitern. Team A und B sowie D und H sind tot. Wurden gerettet. Von Funker F42. Hey, ich heiße Faye. Und warum stehe ich in Klammern? Nächster Schritt. Reorganisation mit Pilot Delvin. Neue Zielzeit ermitteln und zweiten Zeitsprung initiieren. Ist der nicht gerade einfach so weggegangen? Wie hat er der Zeit, das noch alles da drauf zu schreiben? So. Daten wurden gelöscht. Geschieht ihm recht. Genau. In der Lampe ist genug Svensson-Energie für einen Monat. Hoffentlich dauert die Mission nicht so lang. Oh, jetzt ist dann dunkel. Es ist aus. Der ist aus unserer Krankenstation. Schon komisch, ihn hier zu sehen. Mitnehmen. Nur Fussel. Dann nimm's eben nicht mit. Können wir die Lampe mitnehmen? Nein. Dina und Johann haben die Lampen gebaut. Ich konnte das nie gut. Ausmachen. Öl, Gaskocher, Pfanne. Josephs Pfanne. Den Rest muss die Abteilung fossile Brennstoffe zusammengekratzt haben. Okay. Das ist nur für den Notfall gedacht, falls uns die Pillen ausgehen. Pillen? Ich will aber keine Pillen essen. Joseph und Delvin waren die einzigen, die was damit anfangen konnten. Eine verriegelte Truhe, in der Salvador seinen Kram bunkert. Mitnehmen. Sie ist verschlossen. Da ist nichts zu machen. Dann brich sie auf. Sie ist mehrfach verriegelt. Ach, was will ich auch mit Salvadors Kram? Wir haben doch einen Schraubenzieher. Nee, nee, nee. Doch, doch, doch. Auf keinen Fall. Keine Ahnung wie. Ach, Pute. Kohletabletten zum Aufbereiten von Wasser. Salzwasser, falls wir uns vergiftet haben. Und Desinfektionsmittel. Alles mitnehmen. Ich brauche das alles nicht. Meinem Körper geht es, glaube ich, ganz gut. Ha, du siehst heute leicht hungrig aus. Darin haben wir den Kleinkram transportiert, der während der Bootsfahrt nicht nass werden durfte. Ich habe ihn vorhin ausgeleert. Da ist nichts mehr. Das würde ich jetzt auch sagen. Hey! Weg da! So viel das dazu. War ein lustiges Tier. Ich hätte vielleicht netter sein sollen. Nicht mehr lange und es ist ausgestorben. Wie nett. In diesen Kühltruhen kann man Lebensmittel oder Medikamente lagern. Wir nutzen sie aber meistens, um Arbeitsproben zu konservieren. Sie ist zugefroren. Da sind nur Delvins Pflanzenproben drin. Na dann, mach die Lampe noch aus. Mein Schlafsack. Salvador war richtig froh, als wir die endlich ausgerollt hatten. Er meinte, auf die Art lassen sich wenigstens wichtige Dinge sicher stapeln. Oh, eh. Hoffentlich. Was? Oh, eh. Hoffentlich zerdrücke ich die nicht, wenn ich schlafe. Ich könnte abhauen und mich weit weglegen, wo mich niemand findet. Aber ich will nicht, dass Delvin sich Sorgen macht. Ach. Er scheint ziemlich erschöpft zu sein. Er muss ja auch viel Mathe machen. Du siehst müde aus.
aber irgendwie auch erwachsener. Haha, so schlimm? Ja, schau dich doch mal an. Viel ruhiger und erfahrener. Ist auch viel passiert in den letzten 12 Stunden. Aber weise und alt wird man so nicht. Ach doch. Wer hat denn die Leuchtschrift angemacht? Zuverlässig, strahlend hell und sauber. Ja. Aggressiv, eklig laut und unruhig. Okay. Das fällt bestimmt irgendwann noch runter. Leider funktionieren sie nicht. Warum sieht es dann so aus, als ob Strom drauf wäre? Plasmabohrer? Warum hast du den Bohrer mitgebracht? Warum hat Nigel dich auf die Mission mitgenommen? Weil er mir vertraut hat. Der Bohrer ist wenigstens noch nützlich. Was ein Arschloch. Würdest du bitte meine Sachen in Ruhe lassen? Das ist kein Spielzeug. Darf ich ihn erschlagen? Ich will nicht. Salvador? Was gibt es? Geht's voran? Mhm. Das ist ein völlig primitives Sicherheitssystem. Die geschützten Daten dieser Bibliothek lesen sich wie ein offenes Buch. Wow. Du kommst aus der Zukunft. Das mit Sadi tut mir leid. Sie... Es ist nicht deine Schuld. Ich will dich um eine kurze Pause bitten. Ich bin todmüde. Madame möchte also Urlaub machen? Nur etwas Schlaf. Ich habe so viel geleistet und... Hör zu, Funke. Das ist eine sehr wichtige Operation, verstanden? Auch meine Freunde sind gestern gestorben. Wenn wir hier faulenzen, war ihr Tod völlig sinnlos. Aber das tue ich doch gar nicht. Hier ist noch einiges zu tun. Wie denkst du, könnten die nächsten Schritte aussehen? Tripp, trapp, tripp, trapp. Oder? Wir gehen einfach in die Zeitkapsel und ab in die, noch weiter in die Zukunft. Ich könnte den zweiten Datenkristall suchen und... Bei einer Kletteraktion in den Tod springen? Wir haben schon einen Piloten verloren. Es gibt sicher einen anderen Weg nach unten. Ich könnte versuchen, Hilfe anzufordern. Wenn ich funken will, Funker, dann frage ich Delvin. Du kannst doch sicher Wichtigeres beitragen, nicht wahr? Ich könnte die Umgebung nach etwas Nützlichem absuchen. Ich kann dich nicht auf einen Spaziergang losschicken, während wir schuften. Du, Madame, sicherst besser das Areal ab. Wir wollen nicht im Schlaf überfallen und gemeuchelt werden. In dem Koffer ist die Sonde. Warte, wie soll... Du nimmst den Bohrer und bohrst ein Loch durch den Schutthaufen. Danach schickst du die Sonde durch das Loch. Hast du noch dein Zeitfunkgerät? Ich bin schließlich Funker. Dann verkriech dich in irgendeine Ecke und benutzt dein ZFG, um die Sonde durch das Gebäude zu steuern. Danach kannst du von mir aus dein Päuschen machen. Jetzt darf ich den Bohrer auf einmal benutzen? Ich will gar nicht wissen, wie. Da ist noch eine Sonde. Sonst nichts. So. Loch. Oh je. Ich hoffe, das klappt. Oh, toller Bohrer. Hey, es hat funktioniert. Du hast ein Loch in einen Haufen Schutt gebohrt. Bravo. Und ich finde, es ist richtig gut geworden. Weitermachen. Muss man nicht beim Bohren was drehen und also es dreht sich und bohrt sich da rein und nicht ich schieß drauf und es ist ein Loch drin? Das wäre doch gelasert. Oder geplasmat. Das wird nichts. Es ist viel zu tief und zu dunkel. Oh, dann schickt die Sonde da durch. Verdammt! Du hast sie doch nicht fallen lassen. Nein, alles in Ordnung. Lügnerin. Ich muss das Schaltpult auf dem ZFG benutzen, um die Sonde anzusteuern. Ja? Licht. Nigel? Okay. Salvador! Ich hab Nigel gesehen! Hinter der Wand! Er lebt! Das war bloß ein Hirngespinst. Aber er... Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Wir müssen ihm helfen! Du hast deine Arbeit erledigt. Geh deine verdammte Pause machen! Er lebt und ich werde ihn finden. Das war ein Befehl, Funker. Deine Befehle sind hier wertlos. Geh schlafen.
Okay. Das wird ja noch merkwürdig. Ich gehe jetzt auch einfach schlafen. Kann ich nicht. Gehen wir eben da oben mit dem sprechen. Wow. In der kurzen Zeit? Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir helfen, den Bohrer zu verstärken? Den Plasmabohrer? Wieso? Ich muss mir einen Weg in die Bibliothek schießen. Wow, 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 wow! Das ist gefährlich! Das ganze Gebäude könnte einstürzen. Ich pass schon auf. Habe ich jemals etwas Wichtiges kaputt gemacht? Mit einer Kondensatormembran könntest du die Energiezufuhr erhöhen. Leider haben wir nur eine Membran und die brauche ich selbst. Kann ich sie nur kurz ausleihen? Du bekommst sie auch sofort wieder zurück. Versprochen. Das geht wirklich nicht. Mein Farbmodulator spinnt und ich brauche die Membran, um das Energieniveau zu halten. Sobald das Licht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulser die Geräte. Du brauchst sie, damit das Licht blau bleibt? Ja, genau. Du hast es verstanden. Das wäre jetzt auch zu einfach gewesen, das so zu sagen. Nigel lebt noch. Bist du dir da ganz sicher? Ich habe ihn gesehen. Wir müssen sofort zu ihm. Und Salvador, er will nicht helfen. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Du willst mir also auch nicht glauben? Du solltest dich ausruhen. Danke. Ich komme schon klar. Ja. Wird das jemals wieder so werden wie früher? Wie meinst du das? Vor einer Woche saßen wir zu dieser Zeit zusammen und haben uns Geschichten erzählt. Seitdem gibt es nichts anderes mehr als diese Mission. Das ist so... so... ungerecht? Ja. Warum brauchst du die Membran nochmal? Du hast es wohl doch nicht so ganz verstanden, hm? Mein Farbmodulator spinnt und ich brauche die Membran, um das in... Sobald das Licht nur leicht... Ja, das Licht das muss... kennen wir. Also... Danke. Bis nachher. Dass wir das alles in die Kapsel bekommen haben. Wie so oft, alles nur eine Frage der Technik. Sind dir die Sachen im Weg? Soll ich sie wegräumen? Danke, aber ich brauche die Sachen später noch. Hier muss doch irgendwo was rumliegen. Das haben wir schon den ganzen Abend gemacht. Da ist nichts mehr und ich will nicht mehr. Warum habe ich davon nichts mitbekommen? Ich wäre dann soweit. Alles klar, ich komme gleich nach. Aber ich fürchte, da muss noch einiges passieren, bevor wir hier wegkommen. Wenn wir hier jemals wegkommen. Klappt alles? Naja. Der Farbmodulator macht mir immer noch Sorgen. Das Licht kippt leicht ins Rötliche. Ich habe Angst, dass mir der Aufbau so in Kürze den Tisch durchschmort. Okay. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Blau ist ja zwar nicht so aggressiv, aber immer noch weit weg von wirklich angenehm. Wie, wo, was? Kann ich dir helfen? Ich weiß nicht. Das ist ziemlich kompliziert. Ich muss erst den Modus richtig einstellen. Dann anhand eines Referenzatoms die richtigen Werte ermitteln. Eintragen, auflösen, ausrechnen. Ein kleiner Fehler und das Raumzeitkontinuum platzt. Vielleicht machst du das doch lieber allein. Aber danke für das Angebot. Nein, ich will das Raumzeitkontinuum auflösen. Kaputt machen. Los! Kann ich dir helfen? Na. Ich muss ein... Aber danke. Dass da immer dasselbe kommt und nicht mal andere Sprüche. So, was können wir noch machen? Können wir die Lampen jetzt mitnehmen? Nein. Ich frage besser Delve. Ich weiß ja nicht. Du weißt doch, was komische du jetzt brauchst. Komische Halterungen. Ich nehme an, nur Delve. Naja, vielleicht. Ach, Mann. Ich könnte abhauen, aber ich will nicht. Ja, das kennen wir doch schon. Oh, hoffentlich zerdrücke ich die nicht.
muss es doch irgendwas geben. Irgendwas. Eine Membran.